Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video habt ihr gesehen, wir haben den Arbeit leicht modifiziert. Achtung. Ach, siehst du. Ich hatte die Front ab, weil wir haben den Turbolader abgedichtet. Ich bin diesmal auf Honda Stehbolzen gegangen, wie ich schon sagte, plus Helicoil. Ist jetzt ein Feingewinde. M10x125, vorher 1,5. Feingewinde, deswegen, man kriegt einfach deutlich mehr Pressung hin. Ob es jetzt funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, es festzuschweißen. Plus, ich fahre heute eh nicht viel, wir haben nur 2 Stunden Zeit. Das heißt, hierfür wird es reichen. Dann, habt ihr im letzten Video gesehen, Aerodynamikpaket. Wir haben jetzt komplett Unterboden Carbon, XXL Diffusor und Titanauspuff, der hinten im Diffusor rauskommt. Das heißt, gewichtstechnisch sind wir ungefähr wie vorher. Das Gewicht ist aber tendenziell eher, wobei, nee, das Gewicht ist genau wie vorher, ist nicht anders verteilt. Aber ich bin wirklich gespannt, was gleich passiert, ob man mit diesem Diffusor einen Effekt hinten merkt oder nicht. Dann habe ich jetzt gleich an der Leistungsschraube mal ein bisschen nach oben gedreht, weil ich würde heute gerne mal zeigen, was das Auto kann. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das heißt, eigentlich müsste er jetzt gleich so 2,2 Bar oben rausmachen. Das heißt, das wären dann endlich mal so 360 PS in dem Dreh, 350, 360. Und ja, und man merkt, es wird ernst, wenn man zur Strecke kommt und von Bridgestone erstmal ein paar Handschuhe geschenkt bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, wir hatten ja diesen neuen Bridgestone Potenza Race Semi-Slick auf dem Expo drauf. Und jetzt haben wir auch noch passende Handschuhe dazu. Ja, lange Rede, jetzt gerade ist rot. Wir sind hier auf dem Polybauer Track Day. Kann ich immer nur empfehlen. Wirklich was los und auch wirklich immer eine bunte Mischung an Autos. Also jetzt nicht nur Rennboliden, sondern auch normale Autos, viele Japaner. Ja, und sobald es gleich weitergeht, werden wir uns auch direkt in den Arbeit schmeißen und mal eine Runde fahren. Dann müssen wir eh wieder anhalten, Luftdruck gucken, Wasser gucken, Sprit gucken und dann geht es los, auch schon mit Zeit. So, warst du überhaupt schon mitgefahren? Nee. Nur die Uni den gefahren war, ne? Ich bin immer selber gefahren, als er ganz neu zusammen war hier. Also die ersten Meter, es ist auf jeden Fall lauter hier drin. Ja, und hier musst du mal darauf achten, wenn ich bremse, wenn das Feld dahinter rot leuchtet, heißt es, dass das ABS am Regeln ist. Okay. So, Christian hat den Trackday auf 30 Leute begrenzt. Die Strecke könnte theoretisch mehr, normalerweise ist aber 30 immer eine gesunde Größe. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis einer rausfährt. Aber sehen tut man ja eigentlich gar nichts in der Bude, ne? Ja. Brauchen wir nicht. Also, ja, aber wo du es so... Das, was ich sehe, merke ich. Krass, wie tief man sitzt. Ich sitze noch tiefer als du, oder nicht? Nee, ich sitze noch. Also, normalerweise kennt man noch viel mehr, ne? Also, da sieht man mal, wie. Also, wir müssen jetzt auf den ersten Metern auf jeden Fall aufpassen. Ich bin mir halt nicht sicher, wie das so auspufftechnisch, wie warm das da unten alles so wird. Gerade jetzt beim Stehen ohne Fahrtwind. Deswegen mache ich lieber erstmal ein bisschen. Ihr Motor aus und so. Normalerweise würde ich den immer laufen lassen. Ist Titan da anders, meinst du, weil es dünner ist? Nee, aber weil alles Carbon zu ist. Ach so, ja. Da ist ja alles eingepackt, jetzt sowohl vorne als auch hinten. Wobei der Fahrtwind wird ja schon durchgehen. Ja, genau, aber jetzt stehen wir halt hier. Ja. Ne? Jetzt stehen wir hier mit Abgasen von vorne. Das Gute bei solchen Trackdays ist immer, man denkt jetzt, ja, die 30 werden jetzt Runden für Runden fahren, ne? Aber ganz viele. Ja, nach 5 Runden haben viele Carbon. Ja, aber nicht mal 5 Runden. Ja. Also ich würde behaupten, guck mal, wir haben jetzt im Tank hier noch 18 Liter, 20 Liter. Da werden wir noch nicht mal, da kommen wir gerade mal 5 Sekunden mit. Ja. Da sind die komplett durchgezogen. Ah, Gott, Schaller wird safe durchziehen auf einem Radler. Boah, er gibt jetzt schon Gas. Thank you.
wie geil der so teilweise quer fährt. Ja. Also klar, weil man das als Fahrer dann auch wissen muss, können muss, aber ist schon extrem witzig. Alter, das sah jetzt schon echt schnell aus. Sah schnell? Das sah schnell aus, ja. Fährt ganz anders. Echt? Also er untersteuert tatsächlich viel mehr als vorher. Also das Heck bleibt auf dem Boden, er kommt natürlich trotzdem noch hoch und wenn er quer kommt, ist er 10-mal kontrollierter geworden. Also es ist jetzt mehr so, dass du schon in die Kurve so rein, links, rechts und so weiter. Ne? Und beim Bremsen merkst du auch übel. Aber wir mussten gerade aufhören, weil Öltemperatur zu hoch, über 20 Grad, da habe ich einen Cut gemacht und die hat er gerade erreicht. Aber als erstes müssen wir Luft drücken. Muss mal hier Kollege Wehmeier fragen. Hey, wie war's? Alter, ich will nicht sagen, ich habe fast gekotzt, aber es ist schon anstrengend für meinen Bauch. Ne? Das auch. Aber das Ding fährt unglaublich, wirklich. Dieser scheiß kleine Piep. Wahnsinn, Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Unglaublich. Du fühlst richtig, wie das Auto das eigentlich gar nicht will. So, also weil es einfach so, es ist so eine Materialschlacht, unglaublich. Ich überlege, ob wir die, ich habe hinten 10 mm mehr Distanzscheibe, ob wir die runternehmen. Weil die werden daran schuld sein, dass er jetzt untersteuert. Also untersteuern im Sinne von, ich musste ihn schon hart in die Kurven immer zwingen. Aber überlegen wir mal kurz. Erstmal gucke ich, ob noch alles dran ist. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen runtergekommen. Ist wirklich krass, wie man es merkt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zu zweit waren, glaube ich eigentlich nicht. Also das Heck ist so fest am Boden, dass du einlenkst und das Auto eher untersteuert. Was eigentlich genau das ist, was wir erreichen wollten. Das macht es jetzt zur Sekunde natürlich erstmal nicht schneller, aber Bremse übelst stabil und auch um Kurve erstmal stabil. Das heißt, wir können jetzt anfangen zu gucken, wie wir es auch nicht schneller machen. Das heißt, ich habe jetzt hinten mal 10 mm Spurplatten weggenommen, dass die Hinterachse wieder ein bisschen loser wird beim Einlenken. Aber Bremsen geisteskrank, wie das Ding bremst wirklich. Also ich kann da so reinhacken, selbst mit zwei Leuten. Das hat sich richtig gut angefühlt. Und auch so Momente, wie wenn du über den Körb fährst. Man merkt richtig, wie das Beinchen hebt, aber es ist nicht so, weiß nicht, gefühlt saugt er sich wieder am Boden. An der Stelle muss ich einfach mal einmal kurz in dem Video später nach Langhagen springen. Ihr habt gerade gesehen, ich bin ein paar Runden gefahren und das Auto hatte hier und da so Totalaussetzer. Ich dachte erst, es wäre die Öltemperatur, die zu hoch ist oder irgendein Wert, der nicht passt, weil es war wirklich so, man gibt Vollgas und es macht wirklich wie so ein Cut. So, dann sind wir rausgefahren. Wir haben in dem Moment leider nicht gefilmt und wir haben festgestellt, dass tatsächlich der Keilriemen runtergesprungen ist. Also falsch. Wir sind rausgefahren, ich habe meinen Laptop angeschlossen, habe mir den Lock angeguckt und auf einmal, bumm, alles tot. Dachte ich mir so, hat die Lightblocks sich abgeschaltet? Gucke, Lightblocks, keine Spannung mehr. Denke mir so, okay, was fehlt da jetzt? Dann stand Dirk vorm Auto und guckt von oben, ey, sag mal, Philipp, fährst du ohne Lichtmaschine? Ich sag so, nee, mit Lichtmaschine. Ja, da ist gar kein Keilriemen drauf. Ist tatsächlich der Keilriemen das allererste Mal runtergefallen, gesprungen im Laufe dieses Autos. Das heißt, da ich in meinem Display, bisher habe ich es nicht gebraucht, keine Ladekontrolle habe, habe ich nicht gesehen, dass wir keine 14 Volt mehr haben. Und dann habe ich quasi die Batterie immer weiter leer gefahren. Das können wir uns auch im Block total easy und cool angucken. Dafür sind nämlich diese Loks einfach so geil. Hier oben in der ersten Übersicht, das ist der ganze Lok, der hier drauf ist. Der Lok ist quasi immer einmal, wenn ich rausfahre. Ich habe mir das mit Absicht so konfiguriert, dass blau ist quasi der Gang und grün ist die Geschwindigkeit. So kann ich immer relativ gut sehen, wie ich und wo ich gerade auf der Strecke bin. Weil ich weiß halt zum Beispiel, die schnellsten Stellen, also da, wo grün immer am höchsten ist, ist die Gerade. So, das heißt, wir gehen jetzt zum Beispiel hier mal hin. Hier sehe ich grün höchste Stelle 212 km/h. Das heißt, das weiß ich, das ist Gegengerade vor der Mutkurve. Dann fahren wir um die Mutkurve rum, hier mit 135 km/h. Dann beschleunige ich wieder durch und so geht das halt immer weiter. Jetzt habe ich hier in dem Lok unten mir alles so an Daten, was wir hier so haben, reingemacht und siehe da,
Das Rote, diese Zitterlinie hier, ist die Spannung. Wir fahren los und haben die ganze Zeit 13, 14 Volt. Und dann kommt hier rechts auf einmal der Punkt, wo die Spannung von 14,0 abfällt auf 12,6, sprich Batterie. Und das war genau die Stelle gerade. Wir schalten von 3 in 4, fahren um die Mutkurve, Gegengerade, wieder beschleunigen, gehen auf die Bremse, dann kommt dieses S-Geschlängel und genau da muss der Keilriemen sich verabschiedet haben und die Spannung ist runtergegangen. Und dann sehen wir halt, wie die Spannung immer weiter abfällt. Jetzt diese rote Linie hier. Ihr seht die rote Linie, diese Zitterlinie wird immer, immer weniger. Am Ende ist die Spannung bis auf 12 Volt, 12,0 Volt runter. Und bei 12 Volt kann es natürlich schon mal passieren, dass das Auto unter maximaler Last natürlich einen Aussetzer kriegt. So, das heißt, in dem Moment war uns klar, der Tag ist hier eigentlich gelaufen, weil ohne Lichtmaschine fahren ist halt Quatsch. Aber ich hatte persönlich in dem Moment nochmal einen Reiz, weil ich wusste, ich habe nur noch ein paar Runden. Wir haben mit Lukes Sprinter die Batterie einmal wirklich ratzeputz voll gemacht. Das sehe ich übers Handy, über die App. Kann man bei der Lightblox einfach reingehen und sieht den Ladezustand von der Batterie. Haben sie bis auf 100% voll gemacht und dann konnte ich tatsächlich nochmal zwei, drei Runden fahren, bis sie einigermaßen nicht leer war, aber bis das Auto wieder angefangen hat, diese Aussetzer unter Volllast zu bekommen, weil die Spannung einfach unter 12 Volt fällt. Und dann ist es zum Beispiel so, bei 11 Volt oder 12 Volt schafft die Benzinpumpe gar nicht mehr ihren vollen Druck. Die Zündung hat natürlich nicht mehr ihre volle Leistung und deswegen kann es dann zu diesen kompletten Cuts kommen. Diese Cuts kann ich mir hier drauf alle angucken, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Nur um euch nochmal ein Gefühl dafür zu geben, wir nehmen uns einfach mal hier die Gegengerade, was da eigentlich so ging. Wir hatten hier auf der Geraden 213 km/h. Bei 213 km/h hat er gemacht 2,08 bar. Ich hatte eine Wassertemperatur von 100 Grad. Öltemperatur 114 Grad. Deswegen in dem Moment kann er auch nicht diesen Cut gehabt haben wegen der Öltemperatur, weil die war unter 120. Abgastemperatur 945 Grad. Öldruck, Wasserdruck, Ansaugluft 23 Grad. Ansauglufttemperatur. Ich behaupte, das war fast kälter als an dem Tag vor Ort, also die Kombination aus dieser Wassermethanol plus dem großen Wagner-Laufkühler funktioniert einfach galaktisch. Ja, nee, also eigentlich alles im Rahmen, außer das war wirklich wieder dumm und dämlich. Also was heißt dumm und dämlich, kann immer mal passieren. Ist einfach so passiert. Ist nichts Größeres. Wir müssen jetzt natürlich hoffen, dass es nicht irgendeinen anderen Grund hat, warum der Riemen runtergeflogen ist. Der kann aber mittlerweile einfach, der kann verschlissen gewesen sein, es kann irgendwas reingeflogen sein, was weiß ich, fuck das erst ab. Thema Öltemperatur und Wassertemperatur müssen wir natürlich jetzt ein bisschen beobachten, weil durch den komplett geschlossenen Unterboden ist es natürlich so, dass die Wärme schlechter raus kann. Plus Carbon ist halt wie ein Ofen. Das seht ihr in weiteren Videos. Aber kurz zum Video. Wir haben die Batterie wieder voll gemacht und dann konnte ich immerhin mit Tom noch ein paar Runden ballern, beziehungsweise eine Runde ballern. Ich hatte eine einzige gewertete schnelle Runde. Bin dabei eine 53,4 gefahren. Das ist keine Verbesserung. 1,53,4. Aber für diese eine einzige Runde, die wir gefahren sind, wir hatten ultra viel Spaß. Denke ich, haben wir das Beste rausgeholt. Und das könnt ihr jetzt noch sehen. Thank you.
Also Auto fährt ohne die Spurplatten deutlich, deutlich besser. Aber es ist was passiert, was bisher noch nie passiert war. Keilriemen ist weg. Das heißt, ich bin eben gerade nur auf der Batterie gefahren. Und genau deswegen hat er auch den Aussetzer dann, weil er dann eine Unterspannung hat und dann macht das Steuergerät einfach zu. Das heißt, es war jetzt eine 1,534 mit extrem viel Potenzial. Wieder nicht gezeigt, was das Auto kann, aber jetzt ist Feierabend, weil ich habe keinen Riemen dabei. Und mit der kleinen Batterie fährt man nicht lange und sie ist leer. Deswegen, ja, fährt trotzdem gut, fährt deutlich sicherer, das definitiv. Bremse gut, Auto gut, aktuell noch dicht, aber sind noch nicht viel gefahren. Geil ist, dass es grundsätzlich mit dem Unterboden funktioniert, das Geräusch passt. Aber für heute und hier ist jetzt leider Feierabend.